geht Gilles Villeneuve zum heutigen Renntag. Die Tribünen füllen sich nach und nach. Ja, damit herzlich willkommen zu Großen Preis von Kanada mit dabei, der Alex. Hallöchen. Wir sind bei Team Red Bull und wir haben, wie vorausgesagt, eine... Oh, wer drückt denn da immer so schnell? Cem wahrscheinlich. Vorausgesagt eine Einstoppstrategie. Wir haben jetzt keinen Reifenpoker gemacht, wie anfangs doch geplant. Ich bin außen und Manu wird garantiert in neun stechen. Also ich sollte nur einmal die Box fahren, das ist Runde 16-17. Ja, ich auch. Aber wir gucken mal, ne? Du sagst mir Bescheid, wie es mit deinen Reifen aussieht, aber ich hoffe mal nicht so viel von dir zu hören, weil bei einem Stop sollte man seine Reifen... Ich will nichts von dir hören! Was schon? Ah, ich hab da schon verstanden, ist vollkommen okay. Du sagst vorher Bescheid, wo du bist, ne? Nicht so wie in Bahrain, wo du einfach in bist und dann musst du mit dir rechnen. Okay, Blackburn hat schon mal einen miserablen Start. Ja, LP Tobias auch, den habe ich überholt. Oh. Oh, hier sind zwei ganz weit draußen. Da hat mich jemand berührt. Oh, Junge! Stech doch nicht so rein. Oh. Oh, shit. Ich bin Fünfter. Von 8 auf 5. Oder hat's geknallt? LOL. Er steht mitten auf der Strecke und ghostet nicht. Hammer, nice Spiel. Ja, mein Flügel ist ab. Nice. Hat die Session verlassen. Unfreiwillig oder freiwillig? Ja, Blackburn fährt langsam. Ja, ich werde wohl die direkt in die Box müssen. Oh Gott, ich hab Reifen. Och Mann, das ist doch. Sorry, Blackburn! Bin abgerollt? Hm. Nein, ich habe ihn nur nicht so aufs Gras gedrängt. Weil Tobias mir so nahe kam, da dachte ich mir, hältst du mal ein bisschen Abstand. So, ich mach mich mal kurz bei Steam und frag direkt mal nach, was da los ist. Was ist los? Fahrzeichen. Mal gucken, ob wir da schnell den Boxenstopp machen. Also da hat es schon mal richtig heftig gekracht. Ja, Blackburn war auch mega langsam und danach ist er wieder ganz normal gefahren. Das war auch mega komisch. Also Flo ist direkt offline gegangen. Ja, vielleicht auch Internet weg, ne? Wenn er so schnell weg ist. Aber ich denke mal, das ist doch einer, der sich auch melden würde. Hm. Ich habe jetzt aber keine Zeit gehabt, mein Handy anzuholen. Also... Danke nochmal, Spiel. Hammer nice, dass Flo da nicht geghostet ist. Weil ich habe damit fest gerechnet, dass, weil er da steht und fahre dem volles Hund hinten rauf. Ja, Spiel ist unberechenbar. Mhm. Natürlich wieder gegen Red Bull. Wann auch sonst. Er ist ja parteiisch hier. Irgendwie haben sie auch bestochen bei Bugmaster. Ja, das ist echt so. Es fühlt sich einfach richtig mies an. Man wird die ganze Zeit einfach verraten. So. Wollen gerade du, weil du eh schon so einen Hals hast. Ich kann nicht rumschreien, meine Mom schläft schon. Ja, die muss... Ich will schreien! Ja, sorry, das Kurvenabkürzen war nicht mit Absicht. So, Neustart können wir jetzt nicht. Oh, die haben sich abgeschossen hier, Blackburn und LP Tobias. Da gibt's noch Ärger. Da gibt's ja einiges zu besprechen. Die waren gerade ganz weit von der Strecke, die beiden. Also ich hab wahrscheinlich... Ah, jetzt hat er sich verbremst oder hat... Frontflügel ab, ich weiß es nicht. Ja, wie lange soll ich jetzt mit dem Reifensatz fahren? Oh, Junge! Das lohnt, ne? Oh, Blackburn portet sich. Oh, es liegt nicht an meinem Internet. Ne, kann man mir schön sehen, auf einmal zack, einen Meter weg. Nimm's auch mit auf? Ja, ja. Ich muss jetzt erstmal reinfinden. Jetzt ist immer meine Fresse. Training und Quali auch alles mit aufgenommen. Ich habe nur, dass meine Festplatte sagt, ja, das geht noch. Okay. Ja, ich glaube, Blackburn hat irgendwas mit dem Frontflügel. Der fährt ganz langsam. Ja, ich glaube, der redet sich über Manu auf. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ich habe es ja gerade gesehen. Die waren ganz weit draußen. Was genau da ist, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ich war auf einmal wieder direkt hinter denen und die waren ganz weit draußen. Fährt in die Boxengasse? Ja, er fährt in die Boxengasse. Siehste Frontflügel im Arsch. Hammer nice. Tobi und ich duellieren uns dann hin. Da sind zwei in der Box. Das bringt dir P6. Du hast dich auf P6
Heißt, ich bin jetzt gerade Sechster, ja? Max war in der Box. Oh, shit. Ich hab mir nochmal den Flügel abgefahren. Komplett ab? Nee, gelb. Aber gelb ist ja noch nicht so schlimm. Fick dich doch, Spiel, ganz ehrlich. Fick dich, Game. Ganz ehrlich. Warum macht er da auf einmal einen Abflug? War die Linie ganz normal. Mir ist schon wieder ultra warm und ich möchte am liebsten die ganze Nachbarschaft zusammenbrüllen. Dass das Game so verpackt ist, dass jedes Mal irgendwas mit mir ist. Weißt du, ich fahr die sauberste Linie im ganzen Spiel. Ganz ehrlich, Leute. Auch die hier zuschauen und mitmachen gerade die. Das wisst ihr. Ne, Raffi? Nice. Und dann kommt wieder sowas. Dann kommt wieder sowas. Das geht doch nicht. Und ziehen wir schon bla bla. Ja, ist der Host-Nachteil, weißt du? Es gibt keinen Vorteil oder Nachteil. Ja, das ist echt so. Aber wenn jemand anders hostet, dann... Ja, dann klappt es irgendwie nicht. Ja, dann geht's bei mir gar nicht. Also ich... Ja, ich möchte erwähnen, ich bin gerade auf Platz 6, ja? Ja, gut. Finde ich gut. Ja, Max war ja in der Box, Blackburn, du und Flo. Ja. Flo, der wird die Box so ähnlich sehen. Ich krieg 2 Punkte mindestens, wuhu! Ja, wahrscheinlich muss er dann nochmal rein und noch einen längeren Stop. Ja, jetzt nochmal auf 2, das macht keinen Sinn. Musst ihr jetzt durchziehen, bis der Flügel komplett ab ist. Fährst du mit Rennlinie? Ideallinie? In den Kurven. Okay. Du könntest dich vielleicht darauf einstellen, dass die nächste Season nicht dabei ist, die Garnine. Wegen den Schildern. Ja. Weil es haben da nur ein paar eine Benachteiligung. Nicht alle. Das ist halt das Ding. Wir wollen halt so faire Möglichkeiten, wie es nur geht. Und wenn halt für manche die Schilder da sind, manche nicht, ist halt kacke. Oh, jetzt kommt Max von hinten, der räumt auf. Ja. Na, guck, schnellste Rennrunde. Noch 31 Runden. Ja, ich fahr da gegen den Curb und der schießt mich wieder ab. Oh Gott, nein. Oh Gott, warum drehen meine Reifen gerade so durch? Die sind schon gelb, was soll das denn? Was du denn? Hinten sind gelb. Vorne wird erst langsam gelb. Dann stell die Bremsbalance nach vorne. Geht auf einer Geraden, genau. Hab ich. Flügel ab? Nee. Ich konnte mich abfangen, ich habe nur mega viel Zeit verloren dadurch. Die Lukas Runde, neue schnellste Rennrunde, ey. Natürlich, die Reifen kommen ja jetzt erst ins in den warmen Bereich. Muss man auch einfach so sehen. Wenn meine Balance jetzt auch mal nach vorne stellen. Obwohl ich Bremse aus also ABS aus hab, im Vergleich zu Cem nutzen meine Hinterräder. Oh, fuck you. Nutzen meine Hinterräder eher ab als die Vorderräder. Ja, ich weiß. Hier oben meine Kappe. Wo ist der Frontflügel kaputt? Man sieht aber nichts. Ich hasse das Spiel. Ganz ehrlich. Wir müssen uns da jetzt halt alle noch durchquälen und es ist schön, dass noch ein paar Leute mitspielen. Die letzte, also für diese Season. Fahrer vor mir. NSG Firefighter. Ja, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich hole 3 Sekunden auf mit leicht lidiertem Frontflügel. Ich habe eine persönliche Sektorbestzeit gefahren. Aber Blackburn holt halt auf. Ich glaube, der hat Options gezogen. Und selbst wenn nicht, der hat
du nicht einen kaputten Frontflügel. Okay, nächste Runde muss ich rein. Was? Und die sagen Abnutzungserscheinung. Oh Mann. Was hast du denn? Ich frage ganz normal, was kann ich denn dafür, wenn die sagen Abnutzungserscheinung? Normal. Für meine Verhältnisse normal, ja. Aber immer hier vorne. Da komme ich jedes Mal ins Rutschen. Blackburn holt auf jeden Fall auf. Muss immer einen Gang weiter runterschalten. Welche Reifen soll ich denn drauf machen? Was empfiehlst du mir? Na, du wirst jetzt Primes fahren und dann nochmal Options zum Schluss. Würde ich mal behaupten. Auch noch das Auto dabei leer fahren. So, im DRS-Fenster von dir? Oder ist es zu weit weg? Bin mir nicht sicher. Vor mir ist jemand von der Strecke geflogen. Kann es nicht sehen, aber ich glaube nicht. So eine kleine Runde mager fahren. Bin ich früher hochschalten. Muss schon früher runterschalten. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Alter. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Bomber vorbei. Okay, er primes. Was soll ich ihn da so unnötig aufhalten? Ich fall mich ja nur selber auf. Ja, wir sind irgendwie ein bisschen zu nett. Wir haben zu viel Pech. Eindeutig zu viel Pech. Ja, guck mal, es gibt schlimmere. Guck dir Flo an. Ja, für jetzt. Mir geht's die ganze. Nach Russland ging es mir nur Kacke. Mit dem Rennen. Nur Kacke. Okay, USA ist eine Ausnahme. Gut. Sonst kannst du komplett in die Tonne treten. Morgen ist ja Brasilien, wo ich nicht da bin, ne? Ja. Oh Gott. Ja. Okay, ich krieg auf jeden Fall wahrscheinlich eine Zeitstrafe. Kriegst du oder hast du schon? Na, krieg ich wahrscheinlich. Ich hab schon viermal oder so. Strecke extended. Unfreiwillig. Tschüss, Manu. Mach's nicht die Strecke. Jo, danke! Ey, der Typ ist so behindert, ne? Oh, hallo? Ah! Okay, du bist geghostet. Warte, ich rat mal, wer sein könnte. LP Tobias? Warte. Der Gast in der linken Ecke hat gerade eine aufpassbare Waschmaschine gewonnen. Hammer nice. What? Kennst du nicht? Bester Insider überhaupt. Ja, der ist auch immer ganz langsam vor mir. Da hat er sich wohl auch was kaputt gemacht. Ja. Reifen, Options, ich fahr jetzt rein. Ich verliere sonst noch mehr Zeit. Boah, das ist irgendwie jedes Rennen mit ihm irgendwas, ne? Ja. Aus USA war gut. Aber danach war kacke. Boxenstopp. Leuch, hä? Ich bin Bestzeit im zweiten Sektor gefahren. Also meine persönliche. Also ich will mal kurz schildern, was passiert ist. Er hat, das Auto wurde ihm übergeben und er hat die Wand touchiert und ist dann in mich reingeguckt. Lol. Alter, ist einfach mitten durch mich durch gegen die Wand bei mir. Alles klar. Ich bin gerade etwas irritiert jetzt. Habe ich das DRS vergessen? Das sah mega krass aus. Er ist einfach geghostet durch mich durch mit 300 gegen die Wand. Obwohl er eigentlich nur in die Boxengasse reingefahren ist. Aber ich komme gerade mit den gelben Reifen sehr gut klar auf, Head. Die Reifen sind heiß. Mach langsam in den Kurven. Hier hört sich auf, den Flo schreibt er. Oh, nice. Kennst du ja auch schon, ne? Italien?
Es geht nichts mehr, dann Schwarzbild und dann weg. Aber viel schlimmer ist das, wenn du auf einmal so knacken hörst, oh, PC ist abgestürzt. Knacken? Oh Gott, das klingt ja gar nicht gesund. Ja, entweder so knacken oder so ein Rauschen habe ich und das halt übelst laut. Und dann sehe ich nur blauer Bildschirm, wo dann drauf steht, ihr PC ist abgestürzt. Und sogar Bluescreen. Ah, das kann auch nichts. Ja. Du musst mal, entweder du musst dein PC mal reinigen. Nein, das ist Windows 10. Ach so. Die sagen mir, ihr PC ist abgestürzt. Weiß nicht, ob ich das nicht mitkriegen würde. Nee, ist extra noch ein trauriger Smiley und dann steht da so ein Zweizeiler. Süß. Okay, was geht denn jetzt noch? Also Platz 9 ist, glaube ich, drin. Wolltest du was sagen? Ja. Hat er dir gerade gesagt, Starkregen in 15 Minuten? Nein, mir hat er noch nichts gesagt. Aber der Himmel sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Der hat mir gerade gesagt, Starkregen in 15 Minuten. Sonst hat er immer gleichzeitig was gesagt, aber diesmal nicht. Ich habe noch nichts gehört wegen Wetter. Eigentlich habe ich jetzt genau den richtigen Reifensatz drauf. Du auch, du wechselst auch nicht. Starkregen, das... Oh, jetzt können wir noch was machen. Weil es könnten noch welche abfliegen. Wir natürlich auch, aber wir können von der Strategie noch was machen. Also an manchen Stellen sieht der Himmel auf jeden Fall schon ganz schön bewölkt aus. So grau. Wetterbericht. Ist ja fast so wie ein Real Life. Zeig aber eine schwarze Wolke Regen. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich will versuchen, die Options so lange zu ziehen, bis er sagt... Digga, Regenreifen. Das wird im Spiel wahrscheinlich nicht funktionieren, aber... Wir müssen jetzt ein bisschen pokern. Oh, ich mag pokern. Wir können auch versuchen, halt den richtigen Zeitpunkt für die Inters abzupassen, aber das ist halt... Die können halt alle treffen. Wir können halt auch übel Zeit mit den Options verlieren. Übrigens war ich diese Woche auch schon im Feuerwehreinsatz. Oha. Am Mittwoch war das. Und, alles gut gelaufen? Keine Verletzten oder? Nee, war nur ein bisschen viel Wasser im Schützenhaus. Ach, im Schützenhaus. Ja, im Nachbardorf. Ist Schützenhaus und ein Restaurant direkt miteinander kombiniert. Oh. Und da ist halt beides komplett abgesoffen. Komplett. Ja, also wir standen da mit zwei Wassersaugern und ich glaube drei Tauchpumpen. Der holt richtig auf mich auf. Du bist 12 Sekunden von mir weg, Alter. Also da stand ordentlich das Wasser drin. Das könnte gleich echt richtig hart das Wasser runterkommen. Ja, 15 Minuten Starkregen, sagt er jetzt gerade. Aber das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass das Spiel das machen lässt mit sich. Dass du mit den Options noch so fahren kannst. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich wurde schon überrundet von einem Ferrari. Ja. Ja, ich bin ja vor dir und zwischen uns ist einer. Also für ein Ferrari, das kann man. Der Mr. Wilps, Entschuldigung, von Manu. Dann kommt schon direkt welcher. Ja, Cembo ist erster. Wetterbericht. Weniger als 10 Minuten. Mir sagt er eben gerade noch 15 Minuten, jetzt weniger als 10. What the fuck? Ja, mir hat er auch früher die Info gegeben. 10 Minuten, das ist ungefähr bei Runde 25 vielleicht. Boah, ich bin gespannt, wie das dann sofort auf Starkregen geht. Ja, bin ich auch. Aber sonst sagt er meistens leichter Regen, jetzt auf einmal direkt Starkregen. Oh, da ist ja eine ganze Kolonne hinter dir. Fahr jetzt fahr mal ganz viel Fett, wenn du kannst. Ich fahr die ganze Zeit schon Fett. Im Regen wird ganz viel Benzin gespart. Ich bin jetzt noch bei plus 0,5 und seit meinem Boxenstopp fahre ich auf Fett. Oh. Boah, der hätte ich beinahe wieder die Wand geküsst, ne? Und jetzt ist Manu wieder rangekommen. Der fährt auch Options. Ich hole auf dich auf. Nur noch 9 Sekunden statt 13. Oh, ich treffe aber gerade überhaupt nicht die Bremspunkte, das ist zum Kotzen. Ja, ich sehe schon. Wirf dich auf. Aber in Bigfoot. Steps. Wetterbericht? Okay. In etwa 10 Minuten könnte es in der Strecke stark umziehen. Ja, mein Problem ist mit den Augen, da ich ja Allergiker bin gegen Heuschnupfen, muss ich momentan ganz oft niesen und halt meine Augen fangen an zu jucken.
Da ich ja nicht kratzen kann, muss ich die ganze Zeit blinzeln, weißt du? Wow, das ist natürlich kacke. Ja, Heuschnupfen ist gerade nicht so schön. Da gehst du morgen raus und machst fett Party. Alles klar. Ja, abends geht's ja meistens immer. Es ist ja nur. Also, ich kann ja auch Tabletten dagegen nehmen, ich habe ja auch welche. Abends. Aber sobald ich die nicht nehme, merke ich das halt sofort. Du hast keine genommen. Nee, meine waren alle. Ich habe mir heute das neue geholt. Oh. Hast du jetzt keine genommen, wenn du jetzt wieder welche hast? Habe ich vorhin, aber die brauchen ja auch ein bisschen, bis die helfen. Alles klar, ich kann mich damit nicht aus. Also, ich hole auf den Ferrari lustigerweise auf. Fahrer vor mir. Ja, Flo spielt Formel 1 2015. Ich hol 2 Sekunden auf dich, na gut, du hast auch die. Okay, kurzes Benzin. Primes. Das sind noch 30 Kilo übrig. Bei die Options. Ich glaube, die fahren alle schon Primes. Du fällst im Vergleich zu deinem Vordermann um 2 Sekunden pro Runde zurück. Ich glaube, schon wieder einer, der die Strecke verlassen hat. Der ist andauernd gelb, grün, gelb, grün. Also, jetzt bin ich gespannt, ob Cem mich vorbeilässt oder nicht, weil ich könnte ihn eigentlich zurück überrunden. Ja, aber das macht ja eigentlich keiner. Ja, aber ich bin schneller, ich hab den schneller. Die Williams Crew erwartet einen ihrer Fahrer. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für denjenigen, der drin ist. Weil es fängt nämlich jetzt gerade an zu regnen. Bei mir auf dem Bildschirm. Wir müssen zwar noch gerade 2-3 Tropfen. Also ich sehe noch nichts oder ich kann es noch nicht erkennen, je nachdem. Ich fahr nochmal meinen Boxen-Handy, darf ich mal? Wetterbericht? Alles klar, Tim. Ich krieg wahrscheinlich noch eine Strafe dafür, dass ich ihn nicht vorbeilasse, aber ich bin schneller als er. Ich will auch mal. Wetterbericht? Guck, bei mir sagt er jetzt 10 Minuten Starkregen. Das hat er bei dir schon vor 2 Runden gesagt. Hm. Oh shit. Jetzt durchliebe mich mit dem ersten, Alter. Wie kacke ist das denn? Aber dann hat er bestimmt Kackreifen drauf, was? Oh. Ich fahr echt. Hast du auch andauernd gelbe Flagge? Ja, das sehe ich aber in mir. Das ist. Weißt du, auf gerader Strecke, zack, gelb. Obwohl vor mir gar keiner fährt, weißt du? Ich werde nichts sagen, ne? Aber hinter mir ist Lukas und ich kann mich mit dem. Ich kann mit dem ersten mithalten, wie ich es. Jo, jetzt hat er mich abgeschoben, hammer nice. Wieso mit Cembo wurde? Muss mich doch trollen, Alter. Also Cem erster, Lukas zweiter, ja? Ja. Also das mit den Zurücküberrunden, das müssen wir nochmal klären. Also ich habe gelbe Reifen, aber er hat noch nichts gesagt. Hallo? Wetterbericht? Laut Bericht nächste 5 Minuten Starkregen. Ja toll, eigentlich müsste ich vorher wahrscheinlich nochmal in die Box. Ne, das muss jetzt durchhalten. Stell auf Mager, stell auf Mager, stell auf Mager. Dann ja, halt sofort. Die Reifen noch. Da vorne ist einer abgeflogen wieder. Ja, jetzt habe ich auch gerade Starkregen. Also man sieht, dass die Spiegelung der Strecke nicht mehr so krass ist. Ja, und es wird einfach viel dunkler. Es wird einfach richtig krass dunkler. Oh shit, also blauer Himmel ist nicht mehr. Ich habe so komische Leg-Spikes. Ja, es fängt an zu regnen bei mir. Ja, ja, ich glaube bei mir auch. Auf dem Auto sieht man's. Ja. Jetzt. Oh shit, ich komme gleich zur Boxengasse. Ne, eine Runde muss ich noch fahren, glaube ich. Also er hat noch nicht gesagt, dass sie dich abnutzen. Also 1-2 Runden sollte ich noch fahren können. Mhm. Aber die sind halt schon gelb. Ja, bei mir werden sie jetzt auch gelb. Cem verliert. Oh shit. Oh, die Reifen haben direkt nachgelassen. Ich muss noch eine Runde fahren, weil ich glaube, jetzt auf Inters ist direkt falsch. Ja. Jetzt auf Inters ist direkt falsch. Da müssen wir auf jeden Fall noch 1-2 Runden. Ja, muss. Du kannst nicht höher hochschalten, aber sei vorsichtig mit dem Gas. Richtig vorsichtig mit dem Gas.
Ja, ich muss eh gleich erstmal roden lassen hier. Lukas ist jetzt nämlich direkt hinter mir. Fällt jetzt früher hoch. Also er hat mir gerade noch gesagt, bei Stadtzielüberquerung, wir fahren die richtigen Reifen. Hä? Ich hab ihn doch gar nicht überholt. Hä? Er sagt unerlaubtes Überholmanöver gegen Lukas, obwohl er doch hinter mir war. Egal, fahr einfach weiter. Bei sowas kannst du drauf scheißen, wir klären das danach mal. Jetzt wird's heavier. Boah, ich würde so gerne meine Augen jucken, ne? Das ist fürchterlich. Kannst du gleich in der Box mal ändern? Glaube ich. Ja, du und dein Finish, Alter. Wir haben noch über die Hälfte des Rennens quasi. Aber ich halte jetzt mal die Temperatur im Auge, die unterkühlen jetzt, wenn ich schon stark. Die Reifen. Ja, das ist. Intermediates ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt. Die haben gesagt, die Intermediates sind bereit, wenn du sie brauchst. Für eine Runde solltest du... Oh Gott. Das ist Bullshit, jetzt Inter zu fahren. Ja, halt sein Maul, Dave. Die werden zwar so stark unterkühlen, aber wenn er sagt, stark Regen, dann muss es jetzt eigentlich so richtig... Ja, er sagt mir, beim nächsten Stop bekommst du Options. Ne, Options sind das garantiert nicht. Aber jetzt also ich rutsche jetzt schon ordentlich, ne? Ja, vorsichtig. Wir müssen Wetterkönige sein. Wir müssen jetzt ein bisschen Wetterkönig machen. Ja, mein Frontflügel ist aber kaputt. Ja, das ist natürlich. Lässt du mich gleich vorbei? Ja, ja. Ich bleib hier rechts. Boah, wie ich rutsche. Das ist der Shit. Achtung, ich komm. Ja. Ja, die Reifen unterkühlen jetzt richtig. Intermediates oder Regenreifen? Nehmen wir Regenreifen ein. Der ist es deaktiviert. Wenn er sagt Starkregen, dann lohnt sich es nicht auf die. Oh shit. Die Options zu nehmen. Oh, wie man rutscht! Hat der Bericht? Leichter Regen, sagt er. Okay. Oh! Ja, was? Intermediates, ich fahr jetzt rein. Okay, ich habe Regenreifen ausgewählt. Nee, du fährst noch eine Runde, okay? Kannst du noch? Ich hab doch Frontflügel kaputt! Ach so. Ja, dann du wirst aber jetzt aufgehalten, ne? Ja, das ist kein Problem. Du meinst, du könntest eigentlich noch gegen die anderen gewinnen. Du wirst jetzt 10, 11 locker Sekunden verlieren. Ja, jetzt wird's gerade heavier. Hast du Regenreifen drauf? Fertig. Ja. Ich konnte direkt reinfahren. Als du raus warst, war ich drinne. Ja, aber der. Ich hatte Standzeit von 4,1. Du hast die richtigen Reifen auf jeden Fall jetzt. Versuch was draus zu machen. Das ist direkt Regen. Das ist direkt heavier Regen. Ich hab wieder super. Hier, Anlack mit der Strategie bekommen. Oh, Raffi rutscht übelst vor mir. Geh mal auf die Temperaturanzeige und sag mal gleich, wie die ist. Oh, warte. Wo ist denn die Temperaturanzeige da? Warte. Fahr aber erstmal eine Runde. Die Regenreifen sind aber Bullshit, ne? Du wirst jetzt ein bisschen Überhitzung haben, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, vorne gelb, hinten orange. Also in den Kurven, danach kühlt sich das halt wieder runter. Ja. Aber wenn es jetzt noch stärker wird, habe ich natürlich einen Vorteil. Die Reifen blockieren ja. Soll ich jetzt irgendwie auf Fett stellen? Nee, auf Standard. Okay, sagt, stell dich gleich mal auf Standard. Ich bin viel Spritze, dass er auf ist, noch nicht Zeit für die Regenreifen. Ja, er hat gesagt, es fahren gerade viele gute Zeit mit Intermediates. Okay, Red Bull ist nicht. Ja, okay, 3 Sekunden Zeit, aber effektiv gehen. Ja, da rutsche ich dann auch nochmal schön nach hinten. Also, hier mal ein bisschen Spannung hier im Rennen, oder? Das muss ich sagen. Ja. Regen. Oh, das kann doch nicht. Alter, nichts passiert, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Regen hatte interessante Bedingungen. Es hat die ganze Zeit geswitcht. Ich weiß nicht, wie ich mit der ohne ABS im Regen fahren soll. Ich weiß es einfach nicht. Die Reifen blockieren einfach die ganze Zeit. Mein Controller ist quasi am Dauervibrieren hier. Das ist natürlich dumm. Die unterkühlen nicht die Reifen, aber ich komme mit denen nicht klar.
In 15 Minuten leichter Regen. Oh, ich rutsche übelst mit den Reifen. Und so ABS wieder anmachen. Das geht gar nicht. Aber eigentlich sollte ich doch durchfahren können mit den Regenreifen, oder? Wie nutzen die sich ab? Eigentlich müsstest du durchfahren können, ja. Okay, weil dann wäre eigentlich mein 8. Platz ja sicher. Eigentlich schon. Oh Gott! Ey, die Haarnadel kommt, wie früh ich da bremsen muss mit den Regenreifen. Und rausbeschleunigen muss ich auch übelst aufpassen. Es sind schon wieder welche drin. Weißt du, gerade Strecke, mein Controller vibriert. Es sind gerade quasi alle vor mir in der Box. Ja, aber die sind, haben uns glaube ich schon eine Runde gebogen. Oh. Ja, Hammergeil, ich bin gerade an der Box vorbei und er sagt mir jetzt Regenreifen. Ach, fick dich doch, Game, ganz ehrlich. Bitte schieb. Lass dich vergraben und tauch nie wieder in meiner Nähe auf. Ganz ehrlich. Jedes Mal der gleiche Strategie-Bullshit. Ja, voll, du rechnest mal schon ab, wie könnte es sein, und dann kommt irgendwas und macht dann einen Strich daraus. Weißt du? Der Regen soll sofort einsetzen. Was passiert? Er setzt nach 10 Runden später ein. Ich sag ja, alleine von uns beiden, das war ein richtiger Unterschied, wann Regen kommt. Bei dir 15 ja, Minuten, ich fahr 2 Runden, ja, bei mir 15 Minuten. Also in dem Fall wäre deine Ansage richtig gewesen, glaube ich. Ich blockiere die ganze Zeit die Räder. Hui. Ich habe meinen Frontflügel vorne rechts angehauen, der ist orange. Oh. Was? Unerlaubtes Überholmanöver. Gegen Cembo. Ach Gott, ich habe keine Lust in der Dingsbums zu erzählen. Game mag mich aber nicht. Ich fahr jetzt rein und hol mir Regenreifen. Naja, ich wurde schon vom 3. überrundet. Bei einem 9 Leute rennen. Ich habe eine Boxenstopp-Standzeit von 2,345 Sekunden. Ja, oh, jetzt ist auch in der Regenreifenbedingung. Halt, ich wollte die ABS wieder anmachen. Ich hab keinen Bock jetzt damit zu fahren. Sorry, liebe Zuschauer, das Rennen ist eh schon gegessen. Oh, jetzt bin ich sogar 7. Jetzt habe ich sogar 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Wofür? Im Menü rumfahren und keine Ahnung, irgendwas gecuttet. Strecke wird von der Linie begrenzt, nicht von den Curbs. Ey, können sich jetzt noch bitte 5 Leute abschießen? Am besten alle, außer wir. Ja, das wäre Hammer. Aber die müssen ja auch alle so Probleme haben wie wir, oder? So rein theoretisch. Das Ding ist, ich habe jetzt halt schon... Wie viel? 11 Sekunden Zeitstrafe? Also ich habe noch gar keine. Dafür Verwarnung abgekürzt, das ist lächerlich. Jetzt wurde gerade Steam in TS geschrieben. Also ich bin immer noch 8. Also werde ich wahrscheinlich nicht lange bleiben. Fahrer hinter mir. 30 Sekunden bin ich vor Manu. Blaue Flagge macht den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Willkommen, wer ist überhaupt Erster? Es hört in 15 Minuten auf zu regnen. Cembo ist 3. Wo bist du gerade? Erste Kurve, ich lass mich gerade überrunden hier von denen. Ich komme. Raffi ist 4. Ich komm direkt hinter dir. Ich komme mit den Regenreifen direkt besser zurecht. Gut, ich habe jetzt auch ABS ausgestellt, aber. Also wieder angestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Frontflügel so viel mehr rutscht. Wie viel? Hast du schon wieder gelb oder was? Habt ihr gesagt, orange? Ja, warum hat er nicht gewechselt? Das war nach der Boxengasse, ich war danach gar nicht mehr. Lässt du mich vorbei? Max hat die Session aufgegeben. Okay, der hat sein Auto geschrottet. Okay, ein Punkt mehr für uns. Mal ein paar mehr sogar noch. Jetzt hört die Session von uns. Meins hat kaputt gemacht. Ja. Aufgegeben bedeutet in dem Fall, das Auto kaputt gemacht, oder er hat wieder ein Rage-Quit gemacht, was für seine Videos bekannt ist. Zumindest in seiner. Aber der war doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, deswegen. Ich glaube aber, der hat sein Auto zerstört.
Oder vielleicht auch Internet weg? Obwohl, nee, dann wäre er einfach nur rausgegangen, oder? Ja, dann wäre er Session verlassen. Weil er hat das Session aufgegeben. Ich habe minus 0,62 Benzin. Oh, nice. So, jetzt kommt Max. Wir beruhigen wir gleich. Steht zumindest da. Also Blackburn hat ihn schon überholt. Ich hatte gerade erstmal kurz ein Standbild. Der Regen sieht nicht gut aus. Die ersten ich austime. Wir brauchen die Punkte. Nee, so für eine halbe Sekunde oder so. Okay, wir haben Max überholt. Ja. Sechster und siebter. Wir sind vor uns. Meine Augen, Alter, ich muss doch blinzeln, das ist fürchterlich. Warum hast du nicht abgewischt? Mach mal abwischen. Abwischen? Ja, ich brauche einen Scheinwischer hier. In 15 Minuten hört es auf zu reden, das könnte direkt zum Rennende sein. Vor allem zu LP, Tobias, haben wir ja voll viel Abstand, ne? Ja, 30 Sekunden, also mach. So wenig Scheiße wie möglich. Ja. Aber wir sind jetzt zweiter Sektor und der ist. Du könntest eigentlich die Box in den Gott! Ich glaube, du wirst dir das Auto zerstören, wenn du den Flügel hättest. Nee, ich mache gerade ganz viele Verwarnungen, das ist nicht gut. Auf! Ja, beschimpft mich als Loop, liebe Zuschauer, ich habe keinen Bock. Ja, ihr müsst mich auch verstehen können. Das Spiel fickt wieder rein. Und dann kann ich dem Spiel auch meinen Mittelfinger zeigen und sagen, fuck you. Ja, Bugmaster mag dich nicht. Wo müssen wir auf einmal auf der Strecke kommen? Ich habe die ganze Zeit Raffi vor mir. Eine Runde, also noch eine Runde vor mir. Mach nicht Ja, wie oft willst du noch sagen, dass schwierige Bedingungen heute sind, hä? Gefühlt schon fünfmal erzählt. Er sagt irgendwas mit, ich weiß, dass wir viel Wasser verdrängen, wir sind bei den richtigen Reifen und wir hängen irgendjemanden glatt ab. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Oh Mann! War er vor mir? Gucken, wie weit Blackburn ist weg. 20 Sekunden. Ich habe einen Vorteil von 1,2 Sekunden gegenüber Blackburn im Regen. Ja, gut. By the way, Jan ist Erster. Jan? Hätte ich gar nicht auf der Liste gehabt. Die auch nicht. Ist das sein erstes Rennen, oder? Ja. Nice. Kann man machen. Weißt du, ich habe nur. Der sammelt im ersten Rennen jetzt direkt mehr Punkte als ich in den ersten drei oder so. So quasi auch fast mehr als ich insgesamt? Ja. Direkt mehr als du insgesamt fast. Ja, weil Cem und Lukas war doch ganze Zeit Erster und Zweiter. Da bin ich gespannt, wo die sind. Nächste Verwarnung, Kurve kurz. Fick dich, Game. Sorbeland. Da ist ja fast Sorbeland hier. Fehlt nur noch, dass alles Eis ist und Schnee. Ja. Und Panzer und Items und... Ja, ich brauche goldene Panzer. Stern. Also, goldene Panzer wäre auch was. Nee, ich würde nicht Stern nehmen, ich würde Rakete nehmen, weil du musst ihn nicht selber lenken. Oder den blauen Panzer, das wäre jetzt auch geil. Nee, dann lieber die Rakete. Weil du kommst ja eh nicht an die ran. Oder ein paar oh Gott. Paar Bananen legen hier. Ich bin auf die Jani gesetzt. Das ist jetzt auch ziemlich alleine rum. Ich? Ja. Weißt du, was mich einfach ärgert? Das Spiel? Das auch. Aber ich konnte mit Cem mithalten. Ich weiß zwar nicht, was er für ein Problem hatte. Zwischendurch. Aber ich konnte mit ihm mithalten. Raffi macht gerade einen ganz weiten Abflug draußen. Oh. Ja, aber ich bin Siebter, das ist mega gut. Hauptsache LP Tobias hinter mir. Dass die beiden raus sind, dafür kann ich ja nichts. Ja. 10 Minuten jetzt aufzuregen. Raffi geht in die Box. Okay. Ich stelle jetzt nochmal zum Spaß Options ein. Falls es jetzt nochmal direkt aufhören sollte zu regnen. Ich sollte ja auch direkt anfangen zu regnen. Na echt mal, bei dir soll direkt stark Regen kommen. Was ist? Es kommt erst so ein miese Piss und dann. Weißt du, für mich ist Starkregen direkter Schauer. Ich bin sicher, dass wir noch ein bisschen bei diesen Reifen bleiben. Ja, es fängt an zu regnen und das ist halt direkt stark. Guck mal, er sagt ja auch Starkregen.
Warum fängst du nicht direkt an, stark zu regnen? Aber Gewitter gibt's hier gar nicht im Spiel, ne? Nee. Das war interessant. Hier, Rennerbruch, zu gefährlich! Ich glaube, in Malaysia gab's sowas mal 2009, wo Button sich den Titel geholt hat. Das wäre mega lustig. Da war Timo Glock auf 2 und Heidfeld auf 3. Ja, Nick Heidfeld, bester Mann, ohne Witz. War früher mein Lieblingsfahrer. Auch oh, einer meiner Lieblinge. Okay, da gab's auch noch BMW in der Formel 1, kein Wunder. Ja. Fahrer vor mir? Ja, jetzt bin ich halt so ein Vettel-Fanboy. Wie, was bist du? Jetzt bin ich ein Vettel-Fanboy. Okay, jetzt war ich 14. gegen Dingsbums zurück. Gegen Tobi. Also nicht nur World of Champions. Aber wenn ich jetzt noch ausscheiden würde, ne? Also, was Fahrer hinter mir? Massa ist hinter mir. Das erzählt Tobias. Lol, der hat plus 50 Sekunden, alles klar. Haben wir Neues. Alex ist nicht letzter, nicht vorletzter und nicht vorvorletzter, oder? Ich werde immer besser, du. Ja, ist gut. Aber das liegt doch nicht bei mir, das liegt an den anderen. Bei mir wird es immer schlechter und schlechter und schlechter. Also rein theoretisch könntest du mich auch noch vorbeigefahren lassen, ne? Wenn ich jetzt frage, wie viele Sekunden du hinter mir bist und der sagt mir über 20. Ja, das sorry. Bin ich aber. Fahrer hinter mir. Ja. 20 oder mehr Sekunden. Das Spiel will mich verarschen. Ja, wir können jetzt auch Intermediates fahren, alles klar. Ja, ne, Max. Das Spiel will mich verarschen. Na easy, fahr ich mal die Box rum, Intermediates, sagst du? Deswegen quit. Mal wie das. Wer ist denn auf der Strecke gerade hinter dir? Ich will nichts sagen, ne, aber die weiß ich nicht. Der Regen hat gerade ein bisschen aufgehört zumindest. Ja, der hat auch gerade gesagt, Intermediates sind jetzt dran. Ja, wahrscheinlich. Ja, da ist auch schon wieder blauer Himmel. Ich kann es genau erkennen. Ja, wenn die Regenreifen direkt abbauen würden und sie wie bei Hamilton 5 Runden halten, 50, Entschuldigung, dann würde ich auch noch Inters fahren. Sag ich ganz ehrlich. Oh, schon wieder Ruckler, ey. Immer in der ersten Kurve, wenn die kommen. Aber die Wasserleichen auf der Strecke sind noch nicht mehr zu erkennen. Ich fahr nochmal in die Box. Boxenstopp. Die Reifen überhitzen richtig krass. Ja, die Reifen überhitzen. Ich hab dir doch gesagt, Intermediens. Meine Box hat das gesagt, ja? Waren ja auch alle gerade ziemlich viel geradeaus. Soll ich auch nochmal Intermediens machen? Ich weiß gar nicht, was ich zur Einleitung gleich sagen soll. Holy shit. Würde ich sagen, wollte ich mal nochmal Intermediates. 30 Sekunden. Okay, Manu ist noch in der Box, ich hab den gleich überholt. Als Sechste. Echt, hat er so viel Rückstand? Hm. 2,243 Sekunden. Reifen Intermediates. Sehr gut. Der ist aktiviert. Nice. Wo kann ich das mal die Augen reiben? Ach, tut das gut. Der ist aktiviert. Immer so. Oh, die Reifen gehen direkt fit. Ah, 2,370. 2,370, ja, ist okay. Ja, vorhin hattest du 2,345. Ja. Ich hatte gerade jetzt 2,243. Ja, Manu lässt mich jetzt vorbei, oder? Wie sieht's aus? Bei dem weiß man ja nie. Ja, das stimmt. So, ich habe jetzt zwei hinter mir. Fahrer vor mir. Plus Sekunden.
So geil, wenn er jetzt abfliegen würde, weil die Reifen zu schlecht, zu schnell abgebaut haben. Bei Blackburn. Man könnte ja jetzt auch direkt wieder auf Trockenreifen gehen. Aber das ist eigentlich schon sehr unrealistisch, wie schnell der Regen dann weg wäre. Ja, stark Regen, ja, und dann auf einmal wieder Options. Ich sag ja nicht, dass der Regen dann weg ist, aber ich sag, dass die Trockenreifen auf jeden Fall nicht zu stark unterkühlen, weil es regnet jetzt gar nicht mehr, bis kaum. Sieht man auch einfach auf der Strecke. Im ersten Sektor ist es noch ein bisschen doof, aber. Ja. Hier, Axel ist erster. Oh, mal nice. Also, das. Oh. Habe ich mir nochmal die Flügel abgefahren. Komplett ab? Vorne rechts komplett weg. Ich will gar nicht wissen, wie Boxenstopp ist. Bullshit. Okay, ich fahre nochmal Options. Du kannst mich noch überholen, weil ich muss auf jeden Fall nochmal rein. Ja, aber ich muss jetzt erstmal ihn vorbeilassen. Obwohl, so richtig nah kommt er nicht. Ich habe zwar blaue Flagge, aber so richtig nah ist er nicht bei mir. Aber bevor ich eine Strafe kriege, lasse ich ihn vorbei. Hm, ihr habt die blaue Strafe. Blaue Flagge missachtet. Hast du Strafe? Nein. Zum Glück nicht. Ich habe ja vorbeigelassen. Erzähl das auch nochmal drin, warum er das war. Also ich habe gar keine Ahnung mehr, welche Position wer hier hat, außer du, ich und Axel, also der Jan. Axel! Alex und Axel, haben wir gehört. Lol. Sehr gut! Erstmal mir in die Wand gefahren. Haben wir geil, jetzt sind wir 6. und 7. Da waren wir auch schon vorher, der war eh 8. Der ist jetzt auch an mir vorbei, nee. Zum Glück nicht. Nee, Alter, ich fahr jetzt erst hier gerade aus der Handel raus. Ja, wenn Alex, wenn Axel jetzt, ist Axel vor dir? Alex, Axel, Jan ist vor mir. Jan ist vor dir? Hab ja. Ich gerade überholt? Dann wird er jetzt gerade über die Linie fahren und das Rennen gewinnen, glaube ich. Oder? Ja, los. Oh, Standbild, oh Gott. Ach. Lieber Jan, meinen allerherzlichsten Glückwunsch zu der Liga-Sieg. Oh, fuck. Holy shit, Alter, hat er uns erstmal alle im Grund. Frame Drop. Alter. Musst du noch eine Runde? Nee, ich war ja direkt hinter ihm, ich musste nicht mehr fahren. Aber wie ich direkt Frame Drops habe auf 4 FPS, ne? Der Bullshit. Wieder so ein Rennen zum Vergessen, ne? Ich sehe schon wieder mich gleich Monolog halten, Alter. Ja, ich werde immer besser, ja. Ich bin nicht letzter, nicht vorletzter, noch nicht vorletzter. Also wir nehmen jetzt 8 und 6 Punkte, glaube ich, mit. Also 14, aber geil. Jan hat direkt erstmal 11 Punkte mehr als wir zusammen. Ja. Ein 15-3 nur gefahren, Alter. Ey, was ein Kackrennen einfach wieder. Mitleidsdaumen nach oben, ich bitte jetzt mal einen Daumen. Lol. Lukas auf 2, Raffi auf 3. Also, mir war klar, dass, als Jan gesagt hat, Legende, fährt er auch. War mir klar, dass da auf jeden Fall was Gutes kommt. Auf jeden Fall eine Bereicherung. So, liebe Zuschauer, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Ich hoffe jetzt einfach, dass keiner die Session direkt wieder skippt und wir direkt in die PK gehen können. Wahrscheinlich auch nochmal 300 Stunden dauert. Und nicht allzu lang. Jo! Du bist der Einzige, der keine Zeitstrafe hat. Mit Jan. Echt? Ja. Guck mal. Ja, ich sehe nichts. Ich hab die ganze Zeit Red Bull hier fahren. Warte. Ja, du bist mit der Einzige, der. Nein! Aber. Oh Gott. Was ist jetzt? Lol. Was? Ja, ich bin ja mega gut, ich habe keine Zeitstrafe. Ja. 8 und 6 Punkte haben wir. Du musst verbessern. Okay, wir hören uns dann bei der Pressekonferenz. Bis dann. Tschüss.